Warum Sie nie wieder Motivationsworkshops für Ihre Mitarbeiter brauchen oder Teambuilding-Maßnahmen, wenn Sie eine gute Unternehmensvision haben, das erkläre ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich möchte in diesem Video darstellen, wie Sie wirklich viel Geld sparen können, indem Sie eine gute und motivierende Unternehmensvision entwickeln. Mal ehrlich, wie viel Geld haben Sie schon für Workshops, für Mitarbeitermotivation und Teambuilding ausgegeben? Und sind wir ganz ehrlich, der Erfolg war doch eher übersichtlich, oder? Und vergleichbar mit einem Strohfeuer. Die Maßnahme selbst war vielleicht nett und schön und alle waren begeistert, aber so 2-3 Tage danach schleift sich wieder so das alte Vorgehen ein und die Gesichter werden wieder länger. Jetzt stellen Sie doch mal vor, ein Fußballspiel ohne Tor. Sie haben also einen Fußballplatz, ganz normal, 22 Spieler auf dem Spielfeld und einen Ball, aber es gibt kein Tor. Was wird passieren? Die Spieler anfangs werden den Ball hin und her spielen und so weiter, bis dann so die Ersten die Fragen stellen, was macht es eigentlich für einen Sinn, ob ich jetzt da rumkick oder nicht, ist ja nett, aber wenn wir kein Tor haben, was passiert da eigentlich? Und wer ist denn eigentlich meine Mannschaft und wer ist die gegnerische Mannschaft und in welche Richtung geht es denn? Naja, und dann irgendwann ist dann der Punkt, wo sich die Ersten anfangen am Rasen hinzusetzen und vielleicht nur ein gutes Gespräch zu führen, aber garantiert nicht mehr sinnvoll Fußball spielen. Und dieses Fehlen eines Tores, das ist auch ungefähr vergleichbar mit Fehlen eines Zielbilds, eines wirklichen Zieles, einer Vision, die Ihre Mitarbeiter wirklich begeistert und in die richtige Richtung lenkt. Und jetzt können Sie vielleicht einen Einwurf bringen mit Unternehmensversion, das haben wir doch alles. Haben wir doch Unternehmensleitbild alles schon erstellt, das ist doch entsprechend alles schon da. Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Beispiele, die ich in Unternehmen kennengelernt habe und die alles sind, aber sicher keine inspirierende Vision für ein Unternehmen. Wir liefern die beste Qualität an Dachstühlen, darum wachsen wir jährlich bis 2025 um 25%. Dass jetzt Ihre Firma groß und schön und reich wird, ist das jetzt wirklich was jetzt den Mitarbeiter oder Ihre Kunden wirklich begeistert? Weil wir die billigsten Anbieter von hochwertigen Glasduschen sind, werden wir ab 2035 Marktführer sein. Echt jetzt? Und was ist mit hochwertigen Glasduschen und billigster Anbieter? Bitte? Unsere Schreinerei baut die schönsten Möbel zu den niedrigsten Kosten. Machen das nicht 100 andere Schreinereien vielleicht auch? Präzision ist unsere Leidenschaft. Welche Präzision? Für was? Sie sehen, das sind Beispiele tatsächlich, die habe ich kennengelernt aus Unternehmen, die sind aber wirklich alles, nur keine wirklich inspirierende und gute Unternehmensversion. Sind Sie auch so wirklich begeistert und voll motiviert von diesen Visionen? Das lässt sich doch viel, viel besser machen. Also wie wäre es denn zum Beispiel mit dem folgenden Beispiel? Das Ziel von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar zu machen. Oder ein zweites schönes Beispiel. Einen besseren Alltag für die vielen Menschen schaffen, das ist die IKEA-Vision. Unsere Geschäftsidee lautet, ein breites Sortiment formschöner und funktionsgerechter Einrichtungsgegenstände zu Preisen anzubieten, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können. Das hört sich doch gleich ganz anders an. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, bei sowas wirklich mitzuwirken. Das Wissen der Welt zu organisieren und jedem zugänglich zu machen, das ist doch wirklich ein hehres Ziel. Dafür kann ich mich begeistern, dafür könnte ich mich wirklich engagieren. Wie lautet denn die Vision Ihres Unternehmens? Schreiben Sie doch mal Ihre Vision von Ihrem Unternehmen unten in die Kommentare rein. Ich bin wirklich sehr drauf gespannt, auf die wirklich tollen Vorschläge und Ideen, die dabei sind, aber vielleicht auch die, die man entsprechend verbessern könnte. Ich bin also sehr gespannt. Vielleicht haben Sie ja in Ihrem Unternehmen schon eine Vision. Schreiben Sie doch mal rein. Als letztes Beispiel aus der Praxis verrate ich Ihnen auch die Vision meiner eigenen Unternehmensberatung, meines Unternehmens. Nach unserer Unterstützung erbringen Unternehmen ordentliche Leistungen gegenüber ihren Kunden und sind geprägt von hoher Anpassungsfähigkeit. Das sorgt für volle Auftragsbücher, eine hohe Ertragskraft und gesicherte Arbeitsplätze. Eigentümer und Mitarbeiter werden angemessen bezahlt. Eine moderne Unternehmenskultur sorgt für ein angenehmes Betriebsklima. In dieser Zukunft kennen unsere Kinder marode Betriebe nur mehr aus Erzählungen. Das sind zugegebenermaßen ein bisschen mehr als 1-2 Sätze, wie es immer sein sollte, aber sie umreißen schon ungefähr, wo die Reise hingehen soll. Was macht nun eine gute Vision aus und was ist dann im Gegensatz dazu die Mission? Die gibt es ja auch noch. Die Vision gehört also mit der Mission eines Unternehmens zum Unternehmensleitbild und ist damit das unverzichtbare Fundament Ihres Betriebes.
Es gibt so viele Unternehmen, die sich darüber nie Gedanken gemacht haben, aber diese Unternehmen sind langfristig auf Sand gebaut. Und sobald ihr Unternehmen anfängt zu wachsen und eine gewisse Mitarbeiteranzahl wirklich darüber hinausgeht, dass sie nicht mehr den täglichen Kontakt zu jedem haben als Unternehmer, als Geschäftsführer, dann braucht es eben genau diese motivierende Zielrichtung und Stoßrichtung, damit eben jeder Mitarbeiter sich damit wirklich identifizieren kann. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, dann wird es schwierig. Die Vision malt also ein Bild der Zukunft, wenn ihr Unternehmen seine Mission erfüllt hat. Die Mission ist der Unternehmenszweck, die Antwort auf das Warum. Und die Vision ist die Richtung der Nordstern, zu dem man will. Wie man also eine Mission aus dem Unternehmenszweck definiert, erkläre ich mit ganz vielen Beispielen ausführlich in diesem Video. Deswegen klicken Sie mal rein, Sie werden sicherlich ganz viel Neues sehen. Und was sind nun die Bausteine einer guten Vision? Erstens, eine Vision muss emotional aufgeladen sein. Da muss wirklich Gefühl dabei sein. Es muss Emotion dabei sein. Das erreicht man am einfachsten, wenn man ein Bild der Zukunft hat, in dem man einen erstrebenswerten Zustand erreicht. Wer nur jetzt viel Geld verdienen will, motiviert niemanden, außer die eine Person, die wirklich reich werden will. Alle anderen haben davon nichts. Aber dafür zu sorgen, dass zum Beispiel weniger Ressourcen verbraucht werden oder dass Menschen glücklicher werden oder es ihnen bei irgendetwas besser geht, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder Mobilität oder was auch immer, das sind gute Gründe, um an diesem Werk mitzuarbeiten. Das hat einen gewissen Gemeinsinn und sowas inspiriert. Und also eine gute Vision muss also über das eigene Ego hinausgehen, sondern muss wirklich etwas bieten, was für ein breiteres Publikum als erstrebenswert gilt. Wer möchte da nicht, dass jeder den freien Zugang zum Wissen der Welt hat? Na klar will man damit helfen. Und wer möchte nicht auch in einem gut organisierten Unternehmen arbeiten, bei dem auch noch die Bezahlung, der Gewinn des Unternehmens und die Unternehmenskultur passen und man wirklich jeden Morgen mit Freude auf seine Arbeit geht? Klar möchte man sowas. Das motiviert und das begeistert. Und das soll auch eine Vision sein. Sie soll motivieren und sie soll begeistern. Und wenn Sie jetzt bis hierher begeistert sind, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. So bleiben Sie in jedem Fall informiert, wenn wir die neuesten Videos veröffentlichen zu den Themen Unternehmensführung und aber auch Prozessmanagement, Lean Management, kurz wie man eine Firma gut organisiert und erfolgreich macht. Zweitens, eine Vision muss eine Richtung vorgeben, weil sonst verpufft die ganze Motivation und Ihre Energie. Jetzt stellen Sie sich doch mal dieses Bild vor von dem Fußballspiel. Jetzt haben wir aber nicht ein Spielfeld mit keinem Tor. Jetzt machen wir das Ganze extrem, es gibt ganz viele Tore. Überall sind Tore. An der Seite sind Tore, hinten und vorne sind Tore. Es gibt auf dem ganzen Fußballfeld ganz viele Tore. Was passiert? Es fängt Streiterei an. Welches Tor ist denn das Richtige? Müssen wir jetzt da reinschießen oder mehr oben links oder oben rechts? Wo soll es denn eigentlich hingehen? Und damit zerfleddert die ganze Energie und Motivation ihrer Mannschaft und geht divergieren in die verschiedensten Richtungen. Also, es braucht ein Tor, mit dem Ihre Mannschaft spielt und wo man hin will. Und das richtet die Organisation aus. Deswegen braucht es auch in einer Vision ein Ziel und nicht ganz viele Ziele. Ein Ziel ist, das Wissen der Welt zu organisieren. Ein Ziel ist, das funktionierende Möbel zu niedrigen Preisen anzubieten, dass es möglichst viele Leute leisten können. Oder ein Ziel kann es eben sein, Unternehmen zu organisieren, damit diese besser wirtschaften und entsprechend erfolgreich sind und damit ihre Mitarbeiter fair bezahlen. Das ist diese Richtung, die ist ganz, ganz wichtig für die Mission. Dritter großer Punkt, Unverwechselbarkeit. Es ist Ihr Unternehmen und für Ihr Unternehmen gibt es genau eine Vision, die auf Ihr Unternehmen zutrifft. Deswegen können Sie auch aus dem Internet nicht einfach irgendwelche Visionen herauskopieren und irgendwo anders mit einfügen, für Ihr Unternehmen einfach nur anpassen. Das funktioniert nicht. Ihr Unternehmen ist so individuell, wie einfach Sie auch als Persönlichkeit sind. Wie Ihre Mitarbeiter sind, das macht Ihren Ökokosmos entsprechend aus und dafür braucht es eine Vision. Wenn Sie nur schreiben, wir produzieren die billigsten Produkte X und werden dadurch Marktführer, das machen hunderte andere Firmen auch. Die qualitativ hochwertigen Brötchen unserer Bäckerei sind das Verkaufsargument Nummer 1. Ja, es gibt tausende von Bäckereien und alle sind bestrebt, möglichst gute Qualität zu liefern zu niedrigsten Preisen. So what? Was ist hier jetzt die wirkliche Unverwechselbarkeit? Das muss etwas sein, was auf Ihr Unternehmen wirklich gut passt. Eine Vision ist zeitlich nicht fixiert, sondern sie liegt nur in der Zukunft. Also wenn Sie reinschreiben, im Jahr 2025 haben wir das erreicht, nein, bleiben Sie an dieser Stelle vage, nehmen Sie lieber ein größeres Ziel, denken Sie etwas größer, aber verlegen Sie die Zielerreichung entsprechend in die Zukunft. Das Wissen der Welt zu organisieren, wird morgen nicht abgeschlossen sein, denn Wissen wächst jeden Tag exponentiell.
Und damit wird auch die Aufgabe immer größer. Vielleicht ist sie sogar nie zu erreichen. Könnte sein, aber als Vision reicht dieses Bild aus, um den Mitarbeiter zu motivieren und zu inspirieren. Eine Vision, das ist der fünfte Punkt, zeigt auch auf, was der Kunde oder die Gesellschaft davon hat. Es geht nicht nur um Sie und um Ihr Unternehmen, sondern es geht darum, was Sie nach außen transportieren können, was über Ihr Ego oder Ihren Ekokosmos entsprechend hinausgeht und was der Kunde und Gesellschaft davon hat. Bessere Umwelt, weniger Ressourcenverbrauch, niedrigere Kosten, glücklichere Menschen, weniger eingeschränkte Bewegungsfreiheit für Leute, die Einschränkungen haben oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall draußen die Welt braucht den Nutzen und nicht nur Sie aus Ihrer Innenperspektive fürs Unternehmen, ich möchte gerne reich werden. Und der sechste Punkt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger, ist, die Vision muss in Ihrem Unternehmen gut kommuniziert werden. Wenn Sie eine Vision erstellen und die dann in Ihren Schublade unten reinpacken oder die irgendwo im Intranet liegt, dann hilft Ihnen diese Vision überhaupt nichts. Die Mitarbeiter und die ganze Organisation müssen diese Vision kennen. Und nicht nur kennen, sie müssen sie auch können. Das heißt wirklich, bauen Sie das Gespräch über die Vision in alle möglichen Kommunikationskanäle ein. Das kann das Intranet sein, das kann entsprechend das bilaterale Gespräch im Rahmen des Mitarbeitergesprächs sein. Das kann aber auch sein, wenn Sie junge, neue Kollegen an Bord nehmen, die erste Woche Onboarding zum Beispiel, wo Sie diese Vision ganz fest in den Ausbildungsplan mit einbauen. Das gehört natürlich auch in den Ausbildungsplan für Ihre Auszubildenden. Und der siebte Punkt, und das ist einer, der wirklich immer unterschätzt wird oder wo man versucht abzukürzen, eine Vision zu erstellen, können Sie nicht delegieren oder auslagern. Also Frau Meier, machen Sie mir bitte eine Vision fürs Unternehmen. Das wird nicht funktionieren. Es ist die Aufgabe des Unternehmers, also von Ihnen, diese Vision wirklich zu erstellen und zu erarbeiten. Und es ist eine harte Arbeit, sich davon wirklich ein Zielbild zu machen und die zu verschriftlichen. Die richtigen Worte zu finden, das kann manchmal sehr, sehr schwierig sein. Man kann die Arbeit an der Vision aber moderieren und die Ergebnisse hinterfragen, so dass man die richtigen Formulierungen getroffen hat oder dass man ein Sparringpartner ist für denjenigen, der diese Vision entsprechend erstellt. Aber die Inhalte, die kommen immer vom Unternehmer. Das heißt, man kann sowas unterstützen und begleiten, aber die Inhalte kommen immer vom Unternehmer. Und wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, dann melden Sie sich bei uns. Wir helfen da gerne mit weiter. Wir haben relativ viel Erfahrung mit sowas geschafft. Melden Sie sich bei uns, gerne auch in den Kommentaren. Und jetzt bin ich ganz, ganz gespannt auf Ihre Kommentare zu dem Thema, wie die Vision Ihre Mitarbeiter wirklich inspiriert hat. Vielleicht gibt es sogar von dem einen oder anderen in einem Kommentar drin, wie war es denn vorher und wie war es denn nachher, nachdem eine gute Vision entsprechend erstellt worden ist. Ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.